Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Nina und ich zeige euch heute, wie ihr beim Oppo A94 5G euren Fingerabdruck einrichten könnt. Das heißt, wir gehen einmal in die Einstellung als allererstes und wählen hier den Punkt Fingerabdruck, Gesicht und Passwort aus. Wir sehen dann hier persönliche Merkmale, Fingerabdruck hinzufügen. Passwort für Sperrbildschirm festlegen. Legen Sie ein Passwort für den Sperrbildschirm fest, falls die Fingerabdruckentsperrung nicht möglich ist. Das heißt, sozusagen als Backup brauchen wir hier noch einen anderen Sperrtyp. Passwort wird uns hier vorgeschlagen. Wir können aber auch hier bei andere Verschlüsselungsmodi einmal auswählen, ob wir lieber ein längeres Passwort oder alphanumerische Zeichen oder eben so ein Muster auswählen wollen. Ich entscheide mich jetzt mal für das Muster, zeichne jetzt hier ein Muster ein. Da steht natürlich, merken Sie sich dieses Passwort, falls Sie es vergessen, kann es nicht mehr abgerufen werden. Das heißt, das solltet ihr dann euch auf jeden Fall auch gut merken. Und Hinweis, ein Drittanbieter-Bildschirmschutz kann den Prozess des Fingerabdrucks erkennen beeinträchtigen. Es wird empfohlen, einen von uns zur Verfügung gestellten Bildschirmschutz oder keinen zu verwenden. Alles klar, wir haben jetzt eh hier noch den Bildschirmschutz, der hier beim Kauf direkt drauf war. Und wir sehen, legen Sie Ihren Finger auf den Sensor, drücken Sie auf den Sensor und heben Sie den Finger an, wenn Sie eine Vibration spüren. Das heißt, im Gegensatz zu zum Beispiel anderen Oppo-Modellen, dem A74 beispielsweise, sehen wir jetzt hier, dass wir den Fingerabdrucksensor nicht hier an der Seite integriert haben, sondern dass es ein On-Display-Fingerabdrucksensor ist. Das heißt, wir können jetzt hier direkt starten und legen unseren Finger jetzt hier mal auf. Wir werden dann auch direkt darauf hingewiesen, dass wir eben den vollständigen Bereich hier bedecken müssen. Und immer wenn es leicht vibriert, heben wir unseren Finger wieder an. Dann geht es nochmal an die äußeren Ränder von unserem Fingerabdruck. Und dann haben wir es auch schon geschafft, Fingerabdruck hinzugefügt. Wir können auch noch einen weiteren Fingerabdruck hinzufügen. Wir sagen jetzt aber erstmal fertig. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihr Gesicht zu registrieren und Entsperren über Gesichtserkennung zu verwenden. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir sehen jetzt hier unseren Fingerabdruck. Wir können den hier auch noch umbenennen. Also dann zum Beispiel sagen Nina. Und dann können wir hier auch noch einstellen, für was wir den Fingerabdruck überhaupt verwenden wollen. Bildschirm entsperren, App-Sperre, Private Save. Das könnt ihr hier also individuell auswählen. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich mal an. Wir sperren unser Oppo A94 und wollen es dann entsperren. Wir sehen hier dann auch schon dieses Symbol. Und wenn wir hier jetzt unseren Daumen einmal auflegen, dann entsperrt sich das Ganze wirklich sofort. Also es hat jetzt super geklappt. Wir wiederholen das nochmal und es entsperrt sich sofort. Das ist wirklich schön. Solltet ihr euch aber doch nach einiger Zeit vielleicht gegen den Fingerabdruck entscheiden und ihr möchtet da lieber einen anderen Sperrtyp verwenden, dann geht ihr einfach wieder in die Einstellung, Fingerabdruck, dann müssen wir eben einmal das Muster einzeichnen, für das wir uns als Backup entschieden haben und dann können wir auf die Einstellung hier zugreifen und können dann eben sagen, wir wollen den Fingerabdruck jetzt doch wieder löschen. Wir sagen löschen und dann verschwindet der auch sofort und dann würde eben auf das Muster zurückgegriffen werden, wenn ich das Ganze jetzt entsperren will. So viel zum Thema Fingerabdruck beim Oppo A94 5G. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!